Hallo und schön, dass du mit dabei bist zu unserem kleinen Ausflug hier in die Welt des Güterverkehrs auf der Straße. Ich habe eine neue Karriere begonnen und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass ich zu viel Kohle hatte. Okay, hört sich doof an, ist aber so. Es hat irgendwie kaum noch irgendwelche Spaß gemacht, so, denn die Fahrer, die haben die Kohle für mich eingefahren und so weiter und so weiter. Außerdem habe ich jetzt hier die Möglichkeit, die Aufträge von überall anzunehmen, ohne gleich größere Strecken fahren zu müssen. Denn irgendwie habe ich auch noch nicht überall die Garagen und Lager gehabt. Wir sind ganz am Anfang noch in der ersten Mission. Unsere Zentrale ist in Köln und wir müssen Ziegenkäse von Köln-Deutz nach Köln Stadt fahren, Köln City, also eine Innerortsklamotte, das ist der Wagen. Wir dürfen uns natürlich jetzt unseren Wagen noch nicht aussuchen, sondern nehmen, was uns gegeben wird. Moment, lass mich nochmal eben hier so schauen, denn wie muss ich hier denn raus? Wo ist denn hier die Ausfahrt, Leute? Ah, da vorne, okay. Und als Mods habe ich halt drin das Roadnet, nicht wie sonst üblicherweise genutzt, die Pro-Mods. Mal schauen, wie sich das hier so einfügt, Leute. Und ich habe noch eins vergessen, denn dadurch, dass ich hier eine neue Karriere gestartet habe und ich im Prinzip jetzt nur das Lenkrad angepasst habe, sollten wir mindestens für den Anfang die Lichtmodi, die hat er da, könnte glaube ich bleiben. Das sieht ganz okay aus. Der Scheibenwischer ist auch drin. Blinker scheint er auch übernommen zu haben. Probieren wir mal eben. Der funktioniert, alles wunderbar. Okay, würde ich sagen, dann fahren wir jetzt mal los. Nicht. Falsch war. Da bin ich gleich zu Anfang falsch abgebogen. Sah aber erstmal auch so aus, als ob da ja klatsch du mal. Kriegen wir schon hin. Nirgendwo hier festfahren, Leute. Gleich zu Anfang wäre ja dann mal richtig peinlich, ne? Ich habe übrigens auch noch mal eine andere Mod ausprobiert, und zwar das Japan-Projekt. Und genau da habe ich nämlich ein Riesenproblem. Rechts Lenkrad, links Verkehr und ich sage euch Leute, ziemlich enge Straßen. Und da habe ich mich testweise mal drauf gewahrt und mit Linksverkehr und so kam ich bis jetzt ehrlich gesagt gar nicht groß klar. So, das sieht eigentlich alles schon mal ganz schick aus. Und der will uns das Leben hier wirklich richtig schwer machen. Ne? Der will uns das Leben richtig schwer machen.
Vor allen Dingen, wenn jetzt das Tor nicht aufgeht, Leute. Wie wär's denn mal? Ist nicht wahr, oder? Mach mal auf da. Gib es doch nicht. Macht er denn mit mir? Wie weit soll ich denn hier fortfahren? Gar nicht. Gleich in die Falle buxiert, ne? Das Tor ist geschlossen. Wir müssen von der anderen Seite. Aber okay, dann können wir gleich ein bisschen rückwärts fahren üben. Hoffen, dass das reicht. Und wie hier vernünftig rumkommen. So, gleich die erste Hürde übernommen, über Sprung. Vorne der Kölner Dom. Dürfen wir nicht. Okay, Leute, ich bin Fahranfänger, da müsst ihr mir verzeihen, ganz klar, ne? Habt ihr gesehen, Level 0, Kohle 0. So, und dann geht's jetzt auch gleich über den Rhein. Aber an der Kamera noch ein bisschen arbeiten. Dass wir das Field of View hier vernünftig eingestellt kriegen. So, liebe Kölner, erkennt ihr eure Stadt wenigstens? Erster Aufenthalt in Köln. Ja, war ich jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr in Real Life.
Nee, Field of View muss ich auf jeden Fall noch mal was tun, wenn ich hier auf, wenn ich hier bleiben will. Dem Profil weiterfahren und auf dem Profil weiterfahren. Muss ich halt mal schauen, Leute. Ihr wartet? Echt? Ihr wartet? Okay, dann vielen Dank, Leute. Ich fahre ein bisschen langsamer, um damit wir uns hier mal ein bisschen umschauen können auch. Ein bisschen mehr Sichtfeld täte mir ganz gut, glaube ich. Aber wir schauen halt mal. Da war ein grüner Pfeil, Leute. Hab ich genau gesehen. Da war ein grüner Pfeil für Rechtsabbieger. Aber der zählt wohl nicht für mich. Warum auch immer. Ich glaube, wenn ich hier in dem Profil bleibe, dann müsste ich auch noch mal schauen, dass ich die Gangschaltung von automatisch auf manuell setze. Sind noch ein paar kleinere Einstellungen vorzunehmen, die du nach dem neuen Profil, oder die mit dem neuen Profil halt scheinbar nicht übernommen werden. Tempomat müsste ich auch, Tempomat müsste ich eigentlich auch einstellen, genau. So, willkommen zurück in Köln. Kann ich ja gleich noch nach Lidl meine Einkäufe für den Feierabend tätigen und ups, sehe ich die Ampel noch? Ja. Geht es halt mit den Real Company Names, da werden die Fantasienamen dementsprechend umgesetzt auf die echten Firmen, gilt auch für die Fahrzeuge logischerweise und für die Transport. Wir haben gerade auch schon die Tankstelle an. Hey! Ich will aber doch schon ein bisschen was sehen. Danke dir. So. Mein Beifahrer, die fehlen mir natürlich so ein bisschen hier am Anfang.
ohne eigenes Fahrzeug, dass wir so ein bisschen nach unseren Wünschen ausschmücken können. So, da müssten wir gleich da sein. Und unser erstes Ziel hier bei Norfruit erreicht haben. Okay, wir gehen auf Nummer sicher erstmal. Geht halt schneller. Mach schon. Auf zum Verladebereich. Da wartet schon der Geschäftsführer auf seine neue Ware. Jede Menge Ziegenkäse gibt es dann hier im Angebot wahrscheinlich. So. Was mir halt wirklich noch fehlt, ist die Möglichkeit, wie bei... So. Was haben wir? Wir sind noch immer Level 0 und es fehlt halt noch ein klein bisschen, bis wir unser Level 1 erreicht haben. Aber der Ziegenkäse ist gut angekommen. Wir fahren fort. Und jetzt der Grund, warum ich hier ein neues Profil begonnen habe. Dann lass uns nochmal eine Strecke fahren, würde ich sagen. Es ist Montag, 11.29 Uhr, also wunderbar. Wir dürften jetzt nicht in die Nacht kommen. Ich suche mal eine kleine Strecke aus. Meine Zentrale, ja. Sehr schlicht, nichts Besonderes. Aber ich habe ja eh noch nichts, was ich da abstellen kann. Viel Glück. Dankeschön. So, wir können uns zwar jetzt unsere Fahrzeuge nicht aussuchen, aber eben die Startpunkte ohne große Anreisen und so zu haben. Wir fangen also an als Berufskraftfahrer. Und wir starten logischerweise in Deutschland hier irgendwo. Warte mal, Bremen, nee, lass uns doch mal hier Bremerhaven, von Bremerhaven. Was habt ihr denn hier Tolles im Angebot? Gar nichts, okay. Wie sieht's mit Hamburg aus? Von Hamburg nach Bremerhaven. Ja, Leute, dann würde ich sagen, die Strecke, die nehmen wir doch nochmal, können uns dann hier gleich in Hamburg und in Bremerhaven noch ein klein bisschen umschauen. Und haben wahrscheinlich überall wieder Baustellen und geschlossene Tore und so weiter und so weiter. Ich wollte gerade sagen, wir könnten eigentlich gucken nach, ob wir hier, auch wenn es nicht unsere Fahrzeuge sind, wir haben wahrscheinlich kein GPS, ne? Wir haben wahrscheinlich auch noch kein GPS. So, lass mal schauen. Den Navi Lautstärke wäre drin, ja, hätten wir, aber haben wir nicht, ne? Wir haben halt kein Navi. Oder wir aktivieren mal. Wen nehmen wir denn? Die deutsche Helga? Los. Ja, hört sich gut an, ganz klar. Okay, wir nehmen die deutsche Helga und fahren jetzt einfach mal los. So, wir sind in Hamburg. Nicht in der Nähe des Hafens, also nicht am Hafen. Aber okay. Zeit zu gehen. Ja, unser Navi funktioniert. Wir haben sogar ein kleines da oben. Von daher, ich bin am überlegen, ob wir das im HUD ausstellen. Licht anläuft.
Route neu berechnen. Und ab geht die Luzi. So, hier wird nicht gearbeitet. Zumindest momentan nicht. Entweder Mittagspause oder Feiertag. Hamburg, muss ich sagen, gehört mit zu den Städten, wo ich mich so am liebsten aufhalte. Wir versuchen immer so zweimal im Jahr zumindest hochzufahren. Ich mag die Leute, ich mag die Atmosphäre, ich mag die Stadt einfach. Demnächst rechts abbiegen. Danke, Helga. Machen wir das? Rechts abbiegen und dann links halten. Links halten und dann links abbiegen. Kannst du haben. Kannst du haben. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Aber ich muss mal sehen, wenn die uns zu sehr auf den Biege nach rechts ab. Keks geht, dann können wir sie auch wieder ausschalten. Noch ein Päuschen bei Ikea machen? Nee. Wir werden erst angefangen und. Dann ziehen wir das jetzt auch durch. Ist ja nur eine kurze Strecke. Ja, und wie gesagt, also ein, zwei Mal links im Jahr halten und dann links abbiegen. Versuchen wir schon nach Hamburg zu fahren, da eben ein Wochenende oder ein verlängertes Biege Wochenende nach links zu machen. Ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hier wolltest du mich schon. Rechts. Hier, ja, okay. Alles gut. Ja, wir versuchen dies Jahr auch im Spätsommer oder Herbst nochmal hin, im August oder so. So, auch hier wird wieder fleißig gebaut. So, Maschener Kreuz rechts ab. Ist aber wirklich nicht allzu viel los hier auf der Bahn, oder? Zwischendurch mag ich das ganz gerne, einfach mich mal in den Truck zu setzen, eine Fuhre zu fahren. Und jetzt mit dem neuen Profil haben wir halt eine komplett neue Herausforderung. Die Entwickler arbeiten übrigens auch daran, die Städte ständig zu erneuern, zu verbessern und wenn ich es richtig mitgekriegt habe, soll hier wohl auch eine neue Engine oder soll das Spiel auch demnächst früher oder später auf eine neue Engine umgestellt werden. Vorausgesetzt,
Ich habe mich jetzt nicht mit dem Spiel vertan. Zum Glück fahren wir langsam und konnten somit einen Unfall vermeiden. Ich konnte nämlich jetzt ein, zwei Sekunden nicht mehr reagieren und nicht lenken. Steam-Netzwerk nicht verfügbar oder Freundesnetzwerk nicht verfügbar. Wie sieht das mit euch aus? Habt ihr auch eure Lieblingsstädte, wo ihr ganz gerne immer hinfahrt? Ich sag, der eine, für den einen ist es halt Berlin, für den anderen ist es Hamburg, der nächste fährt vielleicht gerne nach München zum Oktoberfest. War ich ehrlich gesagt noch nie ein Freund von. Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben einmal beim Oktoberfest und hat mir ehrlich gesagt absolut nicht gefallen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte rechts halten. Also, und hier soll es ja auch demnächst noch ein neues DLC geben, das West Balkans. Ich glaube mit 6 Ländern oder so. Haben sie gut zu tun, wenn es gut umgesetzt wird. Sibalsbrück, mein bzw. Bremen, mein Arbeitsplatz bis vor anderthalb Jahren, denke ich mal. Ich bin jetzt zu faul zum Rechnen. Naja, ein bisschen über ein Jahr auf jeden Fall. Da war ich noch als Disponent bei der Deutschen Bahn. Aber die Fahrerei hier vom Ruhrgebiet nach Bremen ständig und täglich mit circa 6 Stunden Fahrzeit, die wir auf die Arbeitszeit aufrechnen mussten. Irgendwann wurde es mir dann halt zu viel und habe mir hier was in der Nähe gesucht. Von der Fahrzeit, die ich momentan habe, mit 10 Minuten bis zur Arbeit, Leute, da träumen andere von. Bremerhaven. Auf der rechten Seite. Okay. Wie der sich so drehen konnte, oder hatten wir da einen Geisterfahrer eventuell sogar? Arbeitszeiten musste ich mich auch nicht groß gewöhnen. Die finde ich sogar eigentlich ganz nett, sind nicht jedermanns Sache, aber im Spätdienst von 14 Uhr bis 22.30 Uhr
Du hast den ganzen Vormittag Zeit für Erledigungen, Termine und so weiter und so weiter. Und abends um 22.45 Uhr bin ich dann meist ja auch spätestens wieder hier. Da hat man dann auch noch mal ein paar Minuten Zeit. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oder ein Stündchen Zeit, sich an den Rechner zu setzen. Nimm die Ausfahrt rechts. Sind wir in Bremerhaven, dann schauen wir uns hier noch mal ein bisschen um. Hier noch gibt es nicht so viel zu sehen. Ich bin gespannt, wo es hingeht, ob wir direkt in den Hafenbereich fahren. Ich glaube aber nicht. Sieht jetzt nicht unbedingt so aus. Links halten und dann links abbiegen. Nee, den Hafenbereich, links ab. Den hätte ich natürlich schon ganz gerne gesehen. Was stehst du denn jetzt hier rum? Gibt's doch nicht. Fahrzeit überschritten. Keine Zeit mehr zum Anliefern. So, hier geht's zur Anlieferung. Uns der stehende Laster noch ein bisschen aus dem Schritt gebracht. Ja, kommen wir rum. Ja, sieht okay aus. So, wo wolltest du mich denn jetzt haben, Mensch? Hier wird schon ein bisschen tricky, ne? Vor allem habe ich das Gefühl, wir haben was übersehen. Ich bin der Meinung, wir haben was übersehen, Leute. Es ist vorbei. Es ist vorbei. So, ich glaube, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Wo müssen wir denn hin? Wo will er mich denn jetzt hinhaben? Sag mal. Nicht dein Ernst, oder? Wo willst du mich denn jetzt hinhaben? Kann ich ehrlich gesagt gerade nicht sehen. Komm Leute, wir machen Feierabend.
Reicht für einen Tag heute? Heißt, dass wir bei der nächsten Tour zumindest unser erstes Level erreichen oder Level 1 erreichen würden. Ein bisschen Kohle brauchen wir natürlich noch, um unseren ersten eigenen zu holen. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und können uns ein bisschen in der Welt umsehen, die ja nun wirklich recht groß ist. Vielleicht ein bisschen in England fahren oder in Italien. Also wir haben hier auch Ibiza auf Mallorca, allerdings wohl nur eine recht kleine Strecke, die durch Eurotunnel reingekommen ist. Aber ich denke mal, da könnte man sich auch noch mal umschauen. Einmal durch Ibiza, Malta wäre auch noch eine coole Sache. Die ist ja in den Pro Mods zum Beispiel verfügbar. Die haben wir hier allerdings leider nicht so, wie es aussieht. Malta haben wir hier nicht. Okay, liebe Leute, wenn es euch gefallen haben sollte und ihr Bock habt auf eine weitere Runde hier in unserem Truck als Fernfahrer, schreibt doch gerne in die Kommentare oder zeigt es mir durch eure Bewertung. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao und macht's gut.